Nur verfickte Feiglinge von... Cinder. Hallo, Cinder. Ist er Vater? Hey! Bitte, du musst mir helfen. Bist du die Person, die entführt wurde? Och, Gott sei Dank. Jemand hat dich geschickt, um mich zu holen, oder? Ja, sie halten mich hier fest, um Lösegeld zu erpressen. Aber ich weiß, dass wir nicht so viel haben, wie sie verlangen. Keine Sorge. Ich bin hier, um dich zu retten. Oh mein Gott, danke. Verschwinden wir. Folgt er jetzt mir oder geht er alleine weiter? Ah, der folgt mir, okay. Also muss ich ihn jetzt beschützen. Schimmliges Essen, lecker. Bewegung. Die rennt in die falsche Richtung. Oder? Und die ist voll lahm. Na gut, was hast du denn so Schönes? Sauber abgetrennt.
Cool. Coole. Dann müssen wir die Tür erstmal zu und gucken. Bei der Tür hier. Ich bin da. Wer noch? Bitte? Nicht in meine Schussbahn reinlaufen, danke. Ja? Wie schön. War das vielleicht aus einem bestimmten Grund abgeschlossen? Ja. Es war abgeschlossen, damit ich das aufmachen kann und dafür XP bekomme. Das ist der einzige Grund. Die Ohren empfangen einen strengen Geruch. Der ist für sie bestimmt nicht angenehm. Na? Was ist denn dahinter? Ja, ist ja gut, bleib auf. Wir sind hier fertig in dem Raum, weiter. Hier, falls ihr raus wollt. Hier ist nix. Was haben wir denn hier unten? Was? Oh, das ist schnell. Blocking and Sprinting. Warte mal. Raider Leder nehme ich mal mit. So, dann ziehe ich mir wieder eine Nuka-Cola rein. So, Siedler, wie sieht's aus? Schaffst du da alleine oder was? Hallo. Ich mach mir nicht viel aus Good Neighbor. Da gibt's nichts als Ärger. Ich muss ihn bringen? What? Seit wann denn das?
Okay. Dann wir sehen den anderen gar nicht erst an. Achso, der ist schon tot. Deswegen. Noch nicht, ich hab noch genug. Der sich in der Ecke versteckt. Von wegen, ich sehe ihn nicht, dann sehen wir ihn auch nicht heute. Also. Er sieht uns nicht, wir sehen ihn nicht. Oder wie war das jetzt der Plan von ihm? Also, was ist denn jetzt mit dem Siedler? Geht er jetzt alleine nach Hause, oder? Du siehst gefährlich aus. Hoffentlich bist du nicht meinetwegen hier. Ja, genau, aus dem Augenhaus und so, genau, das... Das wollte ich eigentlich... das habe ich eigentlich gemeint. Aber, stand aber gerade wirklich in der Ecke, ne, so von wegen... Der stand echt so in der Ecke, so von wegen hier so... mich sieht keiner. So, was mit dir? Okay, der geht doch immer noch zu mir. Ich dachte, der geht jetzt von alleine nach Hause. Aber der gehört immer noch zu mir. Okay, was haben wir denn hier schon? Ja, ja, es ist dieses Babyprinzip, ne? Ich sehe sie nicht, also sehen sie mich auch nicht. Babyprinzip. Dass ich gerade echt ein Stimpack reingepfiffen. Gerade richtig gesehen? Tatsächlich. Den HP ging gerade hoch. Oh, Safe-Knacker. Ne, nie benutzt Safe-Knacker, ne? Noch nie benutzt den Mist. Voll ins Auge rein, ich hab's gesehen, ey. So. Wenn da das Ding ist, dann ist die Base hier. Hi. Ich weiß nicht, wie ich dir für diese Rettungsaktion danken soll. Ja, weiß ich auch nicht. Gern geschehen. Es dürfte dich interessieren, dass wir entschieden haben, uns den Minutemen anzuschließen. Du kannst auf unsere Hilfe zählen, wenn du sie brauchst. Nö, eigentlich hat mich das gar nicht interessiert. Aber okay, dann willkommen bei den Minutemen. Dann braucht ihr ja eure Sachen nicht mehr, richtig? So, nehme ich mal die... Einmal den Top. Die leeren Nuka-Cola-Sachen. Das bisschen Essen, was ihr habt, nehme ich alles mit. Danke. Wären Sie uns bald wieder? Achso, dann hole ich den Spaß auch gleich mit. Und danach machen wir Covenant. Und dann arbeiten wir uns wieder so langsam in Richtung Sanctuary. Und dann gucken wir mal, was der Angriff uns gekostet hat. Also was wir dann wieder reparieren müssen. In der Regel geht immer so die Hälfte kaputt. Wenn die
nicht verteidigt wurde, dann geht die Hälfte in der Regel immer kaputt. So, das Ding war schon oben. Woran sehe ich das denn? Status. Ach so, da active. Okay. Ist klar. Halt. Ach, das war bestimmt dieser Hammer, ne? Dadurch, dass ja der Hammer nicht mehr da ist, den wir getötet haben, diesen besonderen Supermutant, wird er natürlich immer mit einem normalen Supermutant ersetzt. Und der ist jetzt gerade nachgespawnt. Interessant. Es gibt immer so besondere. Die haben immer so einen einzigartigen Namen. Aber wenn ich die töte, dann werden die durch einen normalen ersetzt. Also ob das jetzt ein Raider ist. Oder Gunner oder Supermutant. Spielt keine Rolle. Da, mach die Mucke aus. Was ist das denn hier? Seit wann hören wir denn hier Musik? Vielleicht verlassen? Nee. Nicht ganz verlassen. Ich muss jetzt erstmal so wegballern. Und dann mal gleich das Radio ausmachen, ne? Wo ist denn das Ding überhaupt? Da oben. Und aus. Danke. Mary! Kurz sie aus dem Weg.
gewisse Arm. Hm. Ma'am, unternehmen Sie eine Reise in die Vergangenheit? Natürlich, Kotzi. Hab dich ja schließlich auch mit, oder? Das wär's. Cool. Mary's Note. Irgendwas mit M, ne? Mary, Mary. Margaret's Note Safe Key. Wir stehen ja eingesammelt. Schau, dass mal die Case einfach nicht rauspacken können wieder, ne? Das ist so blöd, ey. Dass du gezwungen bist, wenn du einmal so einen Schlüssel aufgehoben hast, bist du gezwungen, den ewig zu tragen. Wo du ihn gar nicht willst. Meins. Ich muss jemanden darauf ansetzen. Ich muss jemanden darauf ansetzen. Okay, haben wir das auch schon mal. Dann kommt jetzt Covenant dran. Wie viele Leute habe ich jetzt? Immer noch 3. So wenig Leute drin. Das ist eigentlich von Haus. Waren wir hier schon mal drin? Nach Komponenten, nach Munition, nach Sprengstoff scannen. Nach Komponenten. Schrauben, nukleares Material. Glasfaseroptik. Glasfaseroptik. Na dann los. Das sieht dann so gut in Schuss aus, ne? Ja.
Einfach die Tür einreißen. Bäm, meins. Ja. Sieht echt gut in Schuss aus. Muss ich ja sagen. So, Mike, ich möchte, dass du gleich ein paar Fragen beantwortest. Dann ist deine Überlebenschance größer. Also, halt dich bereit. Gleich kannst du bei was ganz Tollem mitmachen. Hey! Brauchen Sie etwas? Brauchen Sie Hilfe, Ma'am? Ach, nichts. Nun gut. Wie ist das denn jetzt Kotzwölf schon wieder? Lucas. Du solltest deine Kronkorken in meine Rüstung investieren, um dich zu schützen. Dieser Rat ist kostenlos. Klar, ich schaue es mir an. Nur nicht an der Rüstung sparen, außer du willst schnell sterben. Warum hast du eigentlich keinen Helm auf? Das sind Kronkorken in der Rüstung. Ja, eine Kronkorkenrüstung. Bestimmt geil. Mehrere Layers, also mehrere Schichten. Warum eigentlich nicht? So, was haben wir jetzt hier? Das ist blöd. Autostim. Ja, weiß ich nicht, ob ich den tauschen möchte. Ich hätte gerne lieber minus 10% Wattskosten. Das wäre mir lieber, tatsächlich. Dann machen wir den weg, komm. So, jetzt kommt auch weg. Kommt auch weg. Safe-Knacker. Weg. Was ist das? Reduce Damage from Robots. Kommt weg. Wie viel hast du denn noch? 400 hast du noch. Okay. Dann kriegst du von denen noch ein paar. So, 480. Und dann kriegst du noch ein paar Subway Tokens. Und zwei Fotos. Viel Spaß damit. Entschuldigung. Du besuchst Covenant? Wenn nicht, geh weiter. Du weißt ja, Bewaffnete, die rumlungern. Nicht gut für die Nerven. Heißt so etwa dieser Ort? Ja, wir sind echt im Aufwind. Ein Halt für Händler und dergleichen. Wir sind nicht groß, haben aber einiges zu bieten. Ein Arzt kann dich hier zusammenflicken. Es gibt sogar Limonade. Naja, so nennt dieser sie. Einen kleinen Haken hat die Sache aber. Wir lassen nicht jeden rein. Es gibt einen Eingangstest.
Wir nennen ihn den Safe-Test. Jeder muss ihn ablegen. Ja, Mike. Und diesen Safe-Test machst du gleich. Interessant. Jetzt mal ganz ehrlich. Wofür ist dieser Test? Ich sollte wohl nichts sagen. Aber hör zu. Wir wollen sicherstellen, dass nur gute Leute nach Covenant kommen. Keine Unerwünschten. Niemand, der nicht ganz so ist, wie er scheint, okay? Ich bin neu in der Gegend. Was meinst du mit Unerwünschte? You don't know about... Jesus, listen. Not everyone in the Commonwealth is human, okay? Some are... synths. Mehr sag ich dazu nicht. Leg einfach den Test ab. Wenn du ihn bestehst, kannst du reinkommen. Hier ist es sicher. In Ordnung? Kein Problem. Gut. Nimm Platz, dann können wir anfangen. Jetzt geht's los. Hey! Ma'am, vielleicht wäre jetzt ein guter Zeitpunkt. Klar. Was hast du auf dem Herzen? Oh, nur etwas, was ich mir von der sprichwörtlichen Seele reden möchte. Ich wollte Ihnen nur sagen, welche Ehre es für mich ist, Sie zu begleiten. Sie glauben ja nicht, wie schrecklich die letzten 200 Jahre waren. Diese nicht zu wissen, ob es Ihnen und der Familie gut geht. Was für eine Erleichterung, den Eingang unbeschädigt vorzufinden. Das muss schwer gewesen sein. Wie hast du es überwunden? Zuerst mit Arbeit, mit Beschäftigung, Tag und Nacht. Und glauben Sie mir, davon gab es reichlich. Schließlich wurde die Arbeit einfach. Was mich gerettet hat, waren meine Erinnerungen an Sie, Ihren Mann, und den kleinen Sean, an ihre Liebe und Güte. Ich habe gekämpft, angetrieben von der Hoffnung, dass sie und ihr Mann, dass Sean oder vielleicht seine Kinder eines Tages herauskommen würden. Du bereust es nicht, das lange Warten? Niemals. Für mich war es das wert, die ganzen 200 Jahre. Sie sollten wissen, wie sehr ich sie als Familie sehe. Für manche bin ich nur ein Roboter, hoffe aber für sie mehr zu sein. Warum würdest du denken, es wäre anders? Von Seans Geburt an bis heute bist du immer da gewesen. Ma'am, Sie wissen ja nicht, wie wunderbar es ist, Sie das sagen zu hören. Ich fühle mich wie neu geboren. Nun ja, genug geplappert. Machen wir weiter, ja? Warte, nochmal gleich. Warte. So, okay, dann speichere ich nochmal. Mike, es geht los. Los geht's. Es gibt keine falschen Antworten. Ein wild gewordener Wissenschaftler brüllt dich an. Ich werde meinen Quantenharmonisierer in deine photonische Resonanzkammer stecken. Wie lautet deine Antwort? Wie lautet deine Antwort? Rinder mit. Sag einfach das Erste, das dir einfällt. Schau, dass die Antwortmöglichkeiten nicht richtig dastehen. Aber er will den Quantenharmonisierer in meine photonische Resonanzkammer stecken. Was antwortest du? Also, ich habe mir die Fragen nicht ausgedacht. Ich stecke meine Resonanzhammer auch nirgends rein. Also, Science, Sneak Out, Knock Him Out oder Insult Him? Pass bitte auf. 1, 2, 3 oder 4. Also das hier wäre 1, 2, 3 oder 4. 1, 2, 3 oder 4. Pass bitte auf. Mike, antworten bitte.
Pass bitte auf. Du bist dran. Das ist jetzt deine große Stunde. Let's go. Pass bitte auf. Pass bitte auf. Jetzt updaten hier. Pass bitte auf. Mike, bist du noch da? Gib mal bitte eine Antwort. Pass bitte auf. Ja, aber so funktioniert das nicht. Ich habe gesagt, das sind deine Antworten jetzt. Pass bitte auf. Pass bitte auf, Mike. Was hättest du denn gerne? Du kennst ja die Frage noch mit der Resonanzkammer und so. Science 1, Sneak Out 2, Knock Him Out 3 oder Insulten 4. Nummer 3 hättest du gerne. Ich nehme ein Rohr und schlag ihn K.O. Ein Rohr also? Nächste Frage. Du machst ein Praktikum in der Klinik und ein Patient mit einer seltsamen Infektion am Fuß humpelt durch die Tür. Die Infektion breitet sich rasend schnell aus. Aber der Arzt ist kurz weg. Was machst du? Tust du schreien? Tust du amputieren? Einfach daneben sitzen und observieren? Oder willst du das verarzten? Amputieren. Ich amputiere den Fuß, bevor sich die Infektion ausbreitet. Amputation. Nächste Frage. Du entdeckst einen kleinen Jungen in einer Höhle. Er hat Hunger und fürchtet sich, besitzt aber anscheinend auch Diebesgut. Was machst du? Diebesgut. Okay. Eskortieren und turn in. Pick his pocket. Klauen, selber klauen, ja. Konfiszieren und dann verbannen oder umarmen und dann kommen. Pass bitte auf. Ja, ja, bleib doch mal ruhig. Eskortieren. Okay. Ich bringe den Jungen in Sicherheit und übergebe ihn den Verantwortlichen. Sehr seltsam. Glückwunsch. Du hast es in ein Baseballteam geschafft. Welche Position möchtest du? Welche Position möchtest du denn? Spielst du lieber Fußball, Hitter, Catcher oder Pitcher? Pitcher? Pitcher. Bist du dir da sicher? Naja, nächste Frage. Deine Großmutter lädt dich zum Tee ein. Doch du bist überrascht, als sie dir eine Pistole gibt und befiehlt, jemanden zu töten. Was machst du? Get upset at her, kill him. Minigun? Oh. Bargain for his life. I come to bargain. Bin immer der Werfer. Nehme dann Wattepäckchen. Kill him. Ich mache immer, was Oma mir sagt. Der alte Mr. Abernathy hat sich wieder in seiner Wohnung eingesperrt und du hast den Befehl, ihn rauszuholen. Wie gehst du vor? Procure Bomb, Laser Pistol, Leave him oder Picklock? Wollen wir ihn rausspringen? Ist das aufschließen oder zuschließen? Mal gucken. Ich nehme eine Haarklammer und knack das Schloss. Und das ist alles? Sonst nichts? Warte, nicht antworten. Weiter. Oh nein. Du hast Strahlung abbekommen und eine mutierte Hand ist dir aus dem Bauch gewachsen. Wie sieht die optimale Behandlung aus?
Surgery, Medicine, Suicide oder Pray. Was hättest du denn gerne? Es gibt keine falschen Antworten, Mike. Deswegen. Alles gut. Pass bitte auf. Wollen wir es medizinisch behandeln? Einfach nur Pillen schlucken? Uns umbringen oder wollen wir beten, dass die Hand von alleine abfällt? Pass bitte auf. Beten, okay. Ich spreche ein Gebet und hoffe, dass Gott mich rettet. Ein Nachbar besitzt das allererste Heft von Grognak der Barbar. Das willst du haben. Wie kannst du es am besten bekommen? Das will ich haben. Slip in the Mickey. Deal it, mug it or trade. Deal it. Ich schleiche in sein Zimmer und stehle es. Wir sind fast fertig. Letzte Frage. Du findest es lustig, deinem Vater einen Streich zu spielen. Du gehst in sein Badezimmer, wenn niemand da ist. Und? Rasierklinge. Toilette sabotieren. Seine Medikamente ändern oder das Bad fluten. Ich ändere die Spannung des Rasierers. Dann kriegt er einen gewischt. Der Test ist beendet. So wie du hat noch nie jemand geantwortet. Aber du hast bestanden. Ich öffne das Tor. Gratuliere, Mike. Du hast bestanden. Natürlich ohne die Gefängnismauer. Willkommen in Covenant. Willkommen in Covenant. War doch voll easy, Mensch, siehst du? Dann hast du dich so gesträubt. Also wirklich, kannst ruhig ein bisschen mitmachen. Im Prinzip ist es egal, was du antwortest. Aber das ist so eine kleine Hommage an Fallout 3. Tatsächlich, die Charaktererstellung bei Fallout 3 läuft genauso ab, wie da gerade die Fragen gestellt wurden. Wenn du halt Medizin antwortest, von wegen, dass du es abrasierst, dass du das medizinisch behandelst, dann kriegst du halt mehr Punkte in Medizin. Also da ist es wichtig, was du drauf antwortest, ob du stehlen machst oder ob du, ne, töten machst oder sonst irgendwas. Da kriegst du dann halt unterschiedliche Skillpunkte mit deinen unterschiedlichen Antworten. Hier ist es völlig egal. Du kannst antworten, was du willst, das spielt keine Rolle. Du kommst trotzdem in Covenant rein. Also konntest eh nichts falsch machen. Ist kein Problem. Das ist, wie gesagt, nur eine Hommage. Von wegen an Fallout 3. Hallo. Sind Sie sicher, dass jemand anders hierfür nicht besser geeignet wäre? Nicht für ungut, aber ich habe noch einen Berg an Arbeit. Jeder andere in der Stadt würde gern mit dir reden, aber... Okay. Wie wär's denn mit dir? Hallo. Ja, hallo, Fremder. Mein Name ist Jacob und ich habe in dieser Stadt das Sagen. Schön, dass du bestanden hast. Guten Leuten steht unsere Tür immer offen. Du kannst eines der Betten im Gasthaus nutzen und du solltest in Pennys Laden vorbeischauen. Kann das sein, dass... Moment mal. Dachte ich mir schon, dass das Spiel gleich abkackt. Das hatte ich nämlich schon mal, wenn das Spiel anfängt, irgendwie schwarze Texturen und sowas zu machen, dann dauert es in der Regel eigentlich nicht lange und dann ist das tot. Gut, dass ich vorher nochmal gespeichert habe. Ah, guck mal eine an. Auf einmal ist hier das da. Gibt es sonst noch was in der Stadt? Doc Patricia wird dich gerne verarzten. Gegen eine kleine Gebühr natürlich. Du solltest dich von Mr. Dan fernhalten. Ich habe Beschwerden über ihn gehört.
Wer ist Dan? Er ist ein Söldner. Nicht der angesehenste Broterwerb, wenn du mich fragst. Ich wünsche noch einen schönen Aufenthalt. Dan. So, ich nehme an, hier ist alles Clown. Ja, hier ist alles Clown. Aber hier gibt es eine Workbench, die hätte ich sehr gerne. Oh, ich habe von dir gehört. Du bist der Fremde. Ich stell Dinge her. Für den Laden. Oh, ich bin Talia. Schön, dich kennenzulernen. Was machst du? Ich stelle medizinische Vorräte her. Oh, und Waffen. Zielfernrohre. Und andere Sachen. Kriegst du alles in Pennys Laden. Es wird dir hier gefallen. Alle in Covenant sind so freundlich und wollen von ganzem Herzen helfen. Warum sind alle hier so freundlich? Ich weiß es nicht. Frag Mr. Orden. Ich kann besser mit Terminals als mit Menschen umgehen. Du kannst gerne meine Werkzeuge benutzen. Und wenn du was brauchst, sag Bescheid. Jetzt darf ich ihre Sachen benutzen? Unter die Messis gegangen. Oh, hallo. Ja. Okay. Vor kurzem kam eine Karawane. Die haben für den alten Stockton gearbeitet. Du hast sie gesehen, oder? Ich hab doch schon gesagt, ich kann mich nicht erinnern. Hier ist viel los. Das ist nicht Diamond City. An eine Karawane mit 5 Leuten erinnert man sich. Dann waren sie bestimmt nicht hier. Sag mal, willst du nicht lieber eine Limonade? Ich bin nicht hier, um Limonade zu trinken. Ich weiß, dass sie da waren. Was soll das Ganze? Ich will ja helfen, Mister, aber ich erinnere mich nicht. Hör mir gut zu. Ich gehe der Sache auf den Grund. Bist du aus der Gegend? Hoffentlich nicht. Ich habe genug von diesen Landeiern. Lolox 170, vielen Dank für den Follow. Um deine Frage zu beantworten, es kommt drauf an, was du halt gerne spielst oder nicht spielst. Ich finde zum Beispiel, dass, wie heißt denn die Waffe? Der Erlöser ist zum Beispiel eine sehr gute Pistole. Du mir jetzt? Oder was? Pigments Klinge ist zum Beispiel eine sehr gute, also ein sehr gutes Messer. Tödlicher, desto besser. Ja, wenn du jetzt nur nach Damage gehst, ist Big Boy eigentlich schon die beste Waffe. Weil wenn du nämlich da einen Murph-Aufsatz raufbauen kannst, macht der super viel Damage. Weil du darfst nicht vergessen, der Big Boy macht ja 2 Patronen gleichzeitig. Das heißt, er macht doppelt so viel Schaden wie ein normaler Murph-Werper. Damit kaust du eigentlich alles weg. Ansonsten könnte ich dir das Gleisgewehr vielleicht noch empfehlen. You have a problem with the people here? Dieses falsche Lächeln und das geschwollene Reden machen mich kirre. Je eher ich weg bin, desto besser. Weißt du irgendwas über Stocktons Karawane? Eine Karawane? Wovon redest du überhaupt? Ich soll für den alten Stockton seine Karawane finden. Was davon noch übrig ist, befindet sich vor der Stadt. Ihr letzter Halt war hier. Also habe ich versucht, alles zusammenzusetzen. Aber ich komme nicht weiter. Ich habe ein Angebot. Hilf mir, Stocktons Leute zu finden. Dann teilen wir uns die Belohnung. Es gab mindestens einen Überlebenden. Und ich beabsichtige, meinen Vertrag zu erfüllen. Nach wem suchen wir? Die wichtigste Person ist Stocktons Tochter Emilia. Ich habe keine weiblichen Leichen gefunden. Es gibt also Hoffnung. Wenn wir sie finden, gibt es einen Berg Kronkorken von Stockton. Ja, wie gesagt, also die besten Waffen sind jetzt nicht unbedingt immer die mit Sternen. Ne? Es gibt auch andere Waffen, die haben keinen Stern und sind super stark. Also ich habe. Wenn ich helfe, will ich einen Vorschuss. Wenn ich dein Wort habe, zwacke ich 50 Kronkorken ab. Die kriegst du noch zusätzlich. Klingt gut. Bin dabei. Hier ist alles, was ich über die Karawane weiß. Ich habe keinen Beweis, aber Covenant ist daran verwickelt. Irgendwie. Ich sehe mich weiter um. Sag Bescheid, wenn du was findest. Ich habe jetzt gerade nicht so viel mit, ne? Aber hier zum Beispiel der Gatling Laser ist eine sehr starke Waffe.
Da steht zwar jetzt nur 41, aber die geht halt übelst ab, ne? Guck mal, die hat eine Feuerrate von 272. Und eine Reichweite von 227. Präzision ist okay, streut ein bisschen, aber ja, die geht halt übelst ab. Und das ist halt kein Legendary. Oh, wo gibt's denn die? Ab einem bestimmten Level spawnt ein bestimmter Gegner. Ab einem bestimmten Level, ich glaube ab Level... warte mal, wo ist denn das überhaupt? Wo ist denn das? Hier ungefähr. Nicht da, hier. Neben diesem See, ungefähr hier. Da ist ein Haus. Mit ein paar Red-Kakerlaken. Und da spawnt ein Gegner, der hat die. Ich glaube, du musst aber mindestens Level 30 sein oder so. Damit der spawnt. Da kriegst du dann zum Beispiel diesen Gatling-Laser. Wunderlich nicht wegen der Verzierung oder so. Das ist halt von einem Creation Club. Ja, also der sieht normalerweise nicht so aus. Ansonsten benutze ich die hier sehr gerne. Auch hier mit dem Critical. Dass, wenn ich einen kritischen Schuss mache, dass meine Aktionspunkte komplett wieder aufgeladen werden. Sehr praktisch. Dann ist das hier... Also ich mag ja eigentlich gerne Atoms Rache, kann ich dir aber jetzt leider nicht zeigen, weil ich die Waffe nicht habe. Dafür müsste ich erstmal in Verhaber questen. Ansonsten gibt es halt den, oder halt, ich habe den Zahnstocher genannt, aber das ist Pigments Klinge. Ja, ist halt immer so eine Sache, womit du halt gerne spielst. Spielst du halt gerne... Sneaky mit Sniper, spielst du gerne im Angriff, also mit Laserwaffen oder... Ja. Ich nehme eine. Bitte. Hey, diese. Frische Limonade. Ich nehme eine. Nur eine pro Tag und Kunde. Nee, steht jetzt. Frische Limonade. Was macht Myth eigentlich? Naja, du hast ja eigentlich nur eine riesige Patrone und die Myth verschießt aber dann vier kleine und verteilt die so ein bisschen. Also du hast dann aus einer machst du dann vier oder zwei kleine Mini-Nukes, also nochmal kleiner, aber genauso tödlich. Ich suche eine verschwundene Karawane. Kannst du mir helfen? Weißt du, was perfekt für eine... Aber der Big Boy macht das ja nochmal doppelt, ne? Jesus Limonade! 3 Jahre in Folge! Bestes Getränk in Covenant! 3 Jahre machen die das hier schon. Woraus besteht die Limonade? Jesus Limonade enthält nur beste Zutaten. 4 besondere Zutaten aus sonnenreichen, nicht verstrahlten Anbaugebieten in einem kalten Glas. Probier sie mal! Oder nutzt die Geld-Zurück-Garantie. Ich passe. Du weißt gar nicht, was dir entgeht. Schon wieder kaputt. Das ist jetzt das 3. Funkgerät. Ted soll sich darum kümmern. Hallo. Noch ein Neuankömmling. Willkommen. Mörser. Woher hast du die Waffe? Ist es die, die du von diesem Schiff bekommen hast? Sie sollten sich entscheiden, was sie davon ablehnen.
Der ist ein Mörser? Sagt mir nichts. Hast du die vielleicht von der Mod oder sowas? Public Terminal, welcome. Safe Test. Warum sind die eigentlich alle rot? Okay, also manche Sachen darf ich mitnehmen, andere Sachen wieder nicht. Das Bein ist noch nicht geheilt. Hast du was gegen den Schmerz? So, warte mal, ich zieh mir erstmal eine Nuka-Cola an. Auch den Koffein. Dann Nudelcup und nochmal was zu essen. Okay. Sobald du die Medikamente nicht mehr brauchst, musst du aufhören. Verstanden? Irgendwelche weiteren... A reminder. Never talk about sins, never talk about the institute. Warum haben Sie solche Angst vor Sins? Ganz gut. Dann ab mit dir. Danke, Doc. Hallo. Viel Spaß. Danke. Ja, wie sieht denn die aus? Also, ist das eher so ein... so eine Schiffskanone? Heißt die nicht Breitseite? Heißt die Waffe nicht Breitseite? Dann ist es die vom Schiff. Dann hast du die hier.